Wir sind heute in Vorau in einem von über 800 Gängen und unterirdischen Steinanlagen. Man sieht schon, hier ist es relativ eng und wir versuchen heute herauszufinden, wer diese Steinanlagen gegraben hat und vor allem, welchen Zweck sie erfüllt haben. Man muss die Gänge unterscheiden. Zum Teil war bei uns Bergbau, also 8 Gänge sind bekannt, die sind bergbautechnischen Ursprungs. Da hat man Arsen abgebaut, geringes Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Mangan, Schwefel zum Teil. Andere Gänge sind einfach wasserführende Gänge, hauptsächlich bei den Landwirtschaften. Da hat man eben geschaut, wo ist die Quelle und zur Wasserführung hat man dann einen unterirdischen Gang gemacht. Aber es gibt eben noch spezielle Gänge, die sogenannten Erdställe, wie gesagt, und da weiß man nicht, wer hat das gemacht. Was war denn der ursprüngliche Zweck dieser unterirdischen Anlagen? Durch anfängliche Forschungen hat man dann entdeckt, manche Gänge sind schon wesentlich älter. Weil im Volksglauben hat man oft gesagt, ja, die Gänge sind einfach nur aus Kriegszeiten. Natürlich hat man sie immer wieder versteckt zu Kriegszeiten, im Zweiten Weltkrieg, wie es bei uns ist. Da gibt es noch einige Erzählungen. Aber die haben die Gänge nicht selber gemacht. Also die haben die wieder benutzt. Die große Frage ist eben, warum haben wir Erdställe gemacht? Erdstall schaut so aus, das ist im Prinzip ganz ein normaler Gang, der ist aber nieder, ca. 1,20 m bis 1,30 m. Und mittendrin ist auf einmal so ein Durchschlupfer, eine Engstelle. Die haben so 30 bis 40 cm. Und dann geht der Gang normal weiter. Nur warum diese Engstelle? Und so diesen Durchschlupfen gibt es eben die unterschiedlichsten Theorien. Zum einen die Theorie, dass das vielleicht Verstecke waren zu Kriegszeiten. Nur wenn man das näher hinterfragt, das scheidet fast aus, weil diese Gänge haben grundsätzlich nur einen Zugang. Wenn man da jetzt versteckt, dann bin ich gefangen drin. Die zweite Theorie, dass vielleicht Lagerräume waren. Lass sie wahr hinterfragen. Große Sachen bringt man nicht durch. Und dann durch den Umstand, dass die Gänge nur einen Zugang haben, hast du drin keine Frischluft, keine Luftversorgung. Und die dritte Theorie, dass vielleicht eher kultische Zwecke waren oder religiöse Zwecke. Es gibt ja immer wieder noch die Durchschlupfbräuche oder manche Forscher glauben, dass das so eine Art vielleicht Seelenkammer waren. Und das ist eben die Frage, warum hat man das Ganze gemacht? Und welche Werkzeuge waren da damals zur Verfügung? Man weiß jetzt nicht genau, wie alt die Gänge wirklich sind. Eisen ist vor ca. 2000 Jahren in unserem Bereich, 1500 bis 2000 Jahre. Also die meisten Gänge werden sicher mit unserer Besiedlungsgeschichte zu tun haben. Aber einige Gänge sind eben wirklich schon sehr alt, vermutlich tausende Jahre. Nur, dass man wirklich weiß dann, wie man das gemacht hat. Man hat es auf jeden Fall händisch gemacht, jetzt sieht man die Arbeitsspuren. Aber mit welchem Werkzeug? Das ist eben die Frage, das kann man noch nicht sagen. Die Gänge geben ja wirklich viele Rätsel auf. Hoffen Sie, diese Rätsel noch zu lösen? Oder haben Sie da schon ein bisschen aufgegeben und gesagt, naja, das wird immer ein großes Fragezeichen bleiben? Eines ist schon, umso mehr man wissenschaftlich rausfindet, umso mehr Fragen tauchen auf. Nur Leidenschaft haben wir genug, also so schnell werden wir das Thema nicht aufgeben. Wir sind jetzt bei den oberirdischen Bodendenkmälern angekommen, die sogenannten Menhire oder Lochsteine. Was sind denn Menhire? Was das genau ist, kann man zurzeit noch nicht sagen. Aber es gibt unterschiedliche Theorien oder auch praktische Nachweise. Also insgesamt bin ich da auf 14 Theorien gekommen. Zum Teil werden die heutzutage immer noch Tor- oder Gattesteine genannt, weil sie eben oft benutzt geworden sind für Wegabsperrungen oder für Nutztierhaltung zur Absperrung. Viele Lochsteine wurden ja auch entfernt, weil sie einfach auf Wiesen der Landwirtschaft sonst hinderlich wären. Aber einige sind erhalten. Folgt das einem gewissen Schema? Gewisse Schema kann man nicht sagen. Bei uns war ja die letzten Kriegstage im Zweiten Weltkrieg war ja sehr umkämpft. Viele Lochsteine hat man da zerstört in dem Zeitraum oder in der Nachkriegszeit bei den Straßenbaumaßnahmen. Oder die landwirtschaftlichen Geräte sind immer größer geworden und da haben die Lochsteine einfach gestört. Jetzt sind noch 567 bei uns bekannt, die noch stehen. Und das macht es eigentlich einzigartig. Das ist weltweit die größte Dichte an Lochsteinen, die wir da im Raum Vorau haben. Was fasziniert Sie denn besonders an den Lochsteinen oder auch an den unterirdischen Gängen? Im Prinzip ist das ein altes Kulturgut und das gehört erhalten. Egal, wer das jetzt wann oder wie auch immer und warum gemacht hat, natürlich wären das die spannenden Fragen, aber im Prinzip, es gehört erhalten.
Man vermutet, dass allein im Raum Vorau einmal über 1000 dieser Lochsteine vorhanden waren. Und Untersuchungen des Bodens zeigen, dass die bisher bekannten Gänge nur ein Bruchteil des tatsächlichen Netzwerkes sind.